Arena Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24 TV. Die beiden Filme über Sebastian Kurz hatten, sagen wir es vorsichtig, eher einen bescheidenen Erfolg. Die Massen stürmten nicht in die Kinos. Der Ex-Kanzler zieht nicht mehr, möchte man meinen. Doch obwohl Sebastian Kurz von der politischen Bühne verschwunden ist, setzt die ÖVP dessen Werk fort. Das behauptet zumindest Christian Hafenecker in seinem neuen Buch Kurz mal weg, das ist das Werk. Darin analysiert der FPÖ-Generalsekretär die politische Arbeit des einzigen ÖVP-Hoffnungsträgers. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße jetzt Christian Hafenecker im Studio. Lassen wir die Zeit kurz Revue passieren, sprechen über das System Kurz. Und Sie sagen ja, die ÖVP sei der Nachlassverwalter vom System Kurz. Was heißt das? Danke zunächst einmal für die Einladung und die Möglichkeit, heute über das Buch auch zu sprechen. Naja, ganz klar, wenn ich sage, dass die ÖVP der Nachlassverwalter von der Ära Kurz ist, dann muss man eines ja mal ganz klar sehen. Es sind ja noch viele Politiker im Amt, die aus der Ära Kurz stammen, um genau zu sein, in etwa die Hälfte des Nationalratsklubs, denn die sind ja damals im Höhenflug von Sebastian Kurz ins Parlament hineingespült worden. Und auch in der Regierungsmannschaft finden sich einige Wegbegleiter, allen voran natürlich Bundeskanzler Nehammer auf der einen Seite, aber auch sein kurzzeitiger Nachfolger Schallenberg und einige andere, die sozusagen den Ministerin Tanner zum Beispiel auch, um die noch zu nennen. Also das sind doch alles Regierungsmitglieder, die ja von Beginn an den Kurs Kurz mitgetragen haben, die übrigens auch per Unterschrift versprochen haben, auch zurücktreten zu wollen, wenn Sebastian Kurz den Rücktritt machen würde. Das ist dort übrigens gesehen, was die Unterschriften tatsächlich wert waren. Das heißt also, es wird das System Kurz fortgeschrieben, es wird der tiefe Staat, der von Kurz etabliert worden ist, der wird fortgesetzt mit den Machtsäulen Bundeskanzleramt, Innenministerium, Justizministerium und Finanzministerium. Alles das läuft so, wie es Sebastian Kurz damals begonnen und aufgesetzt hat. Und erst jüngstens hat man wieder gesehen, Karl Nehammer lässt keine Gelegenheit aus, den Apparat im Bundeskanzleramt aufzustocken, wieder Parteigänger in Spitzenfunktionen zu berufen. Also das heißt, höchste Beamtenpositionen werden ausgeschrieben. Auf OE24 konnte ich kürzlich erst lesen, dass es, glaube ich, 13 Spitzenpositionen im Bundeskanzleramt geben wird, die wieder ausgeschrieben werden mit Bruttogehältern von 6.000 bis 9.000 Euro. Das heißt also, man bedient sich weiterhin komplett ungeniert am österreichischen Steuergeld. Und es war mir einfach wichtig, hier mit diesem Buch auch einen Beitrag zu leisten, um das sichtbar zu machen. Ja, aber warum braucht es jetzt dieses Buch tatsächlich? Naja, weil dieses Buch, wenn man es genau studiert, nicht nur ein Blick in den Rückspiegel ist, was jetzt die beiden Untersuchungsausschüsse betrifft, sondern weil dieses Buch auch erstens einmal die Rolle des Herrn Bundespräsidenten näher beleuchtet. Da sind einige Dinge drinnen festgehalten, die man bisher noch nicht lesen konnte. Und natürlich gibt es auch einen Blick nach vorne. Deswegen ist ja auch der Titel so gewählt, wie er gewählt ist, Kurz mal weg. Ja? Und wo natürlich die Frage mit impliziert ist, ist er tatsächlich weg oder ist er nur irgendwie auf Tauchstation, ist er nur woanders? Ja, das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Immer wieder wird über eine mögliche Rückkehr von Sebastian Kurz in die Politik spekuliert. Jetzt gibt es die Prozesse. Was glauben Sie persönlich? Kommt er wieder, kommt er nicht? Also ich habe auch die Möglichkeit gehabt, einige Male mit Sebastian Kurz zu sprechen, beziehungsweise ihn ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich glaube, von seiner Konstitution her ist Sebastian Kurz jemand, der mit der Spitzenpolitik nie abschließen kann. Ja? Ich glaube, er hat damals bemerkt, dass der Druck einfach zu groß ist, um jetzt im Amt zu bleiben. Er hat auch bemerkt, dass er als ÖVP-Gruppobmann politisch nicht überleben wird, über die ganze Distanz zu gehen, und hat einen Schritt zur Seite gemacht. Aber ich denke tatsächlich, dass er so programmiert ist, dass er mit dem nicht abgeschlossen hat und dass er irgendwelche Pläne hegt, wiederum zurückzukommen. Wie er das dann machen wird, da gibt es ja mehrere Theorien dazu. Aber wie gesagt, ich bin überzeugt davon, dass wir mit Sebastian Kurz noch nicht abschließen können und dass, wenn sich irgendeine Gelegenheit ergibt, und sei es die, dass Karl Nehammer die derzeitige ÖVP bei den nächsten Wahlen vollkommen gegen die Wand fährt und unter 20% fällt,
dass er sich schon erwartet, dass der Ruf wiederum kommt, dass er möglicherweise einen Messias 2.0 gibt und dass er noch einmal zurückkommt. Und wir dürfen eines nicht vergessen, ich habe es ja vorher bereits erwähnt, rund die Hälfte der ÖVP-Abgeordneten sind sogenannte türkise Abgeordnete. Das heißt, die über handverlesene Intervention von Sebastian Kurz im Parlament gelandet sind. Und glauben Sie nicht, dass die auch um ihre Jobs zittern und um ihre Listenreihungen und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele, viele persönliche Interessen auch. Aus meiner Sicht ist der Parlamentsclub 50-50 geteilt. Das eine sind die Altschwarzen, die so schwarz sind, dass sie im Dauerntunnel noch einen Schatten werfen. Und das andere sind die Türkisen, die jetzt um ihre Jobs zittern müssen. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sebastian Kurz ein System etabliert hat, ein System eines tiefen Staats. Was bedeutet denn das? Ja, der tiefe Staat ist, also das kann man so sehen, per Definition, wenn man offizielle Ämter, Ministerien und natürlich auch die Schlüsselpositionen in diesen Ministerien dazu verwendet, um mehr als Verwaltung damit zu machen, nämlich der eigenen Partei in die Hände zu spielen, Umfragen zu schönen, was auch immer da alles ad hoc da ist. Wenn der Staat dazu missbraucht wird, Parteigängern Vorteile zu verschaffen, da denke ich jetzt zum Beispiel an René Benko und seine Signa Holding, an den Kicker-Leiner-Übernahme und vieles mehr. Ich denke an Thomas Schmidt, die zentrale Figur im Finanzministerium, den heimlichen Finanzminister, der durch seine 350.000 Jets berühmt geworden ist. Also wenn man das reine Verwalten darauf ausdehnt, im Prinzip die Republik der eigenen Partei untertan zu machen, dann ist es ein tiefer Staat. Dazu braucht es drei Säulen. Im konkreten Fall sind es sogar vier. Das Bundeskanzleramt, das Innenministerium, das Justizministerium und natürlich das Finanzministerium. Wenn man diese Ministerien so kontrolliert, wie es die ÖVP gemacht hat, ja, dann kann man so einen tiefen Staat etablieren. Schlimm ist, wenn es dann auch noch einen Staatsoberhaupt gibt, wie den Herrn Bundespräsidenten Van der Bellen, der dabei nicht nur zusieht, sondern das Ganze auch noch fördert. Ja, aber umgekehrt, es gab ja auch den Koalitionspartner FPÖ und Sie sagen Innenministerium, da saß ja auch der Herbert Kickl. Ja, aber Sie wissen, was dann passiert ist. Dann hat die ÖVP bemerkt, dass es offensichtlich aus ihrer Sicht ein Fehler war, der FPÖ das Innenressort zu überlassen. Denn ich bin überzeugt davon, dass der Herbert Kickl der eine oder andere Leiche im Keller des Innenministeriums schon nahezu ausgegraben gehabt hat. Da haben schon die Finger und die Füße rausgeschaut. Und dann hat er die ÖVP-Muffensausen bekommen und nach einem Weg gesucht, Herbert Kickl loszuwerden. Das Problem der ÖVP ist nur das, dass unser Herbert Kickl dadurch noch stärker geworden ist. Und ich glaube, die aktuellen Umfragen zeigen ja auch, welchen Kurs die FPÖ mittlerweile eingeschlagen hat und dass die ÖVP im Vertrauensindex komplett, also im Keller ist. Während die FPÖ und Herbert Kickl, unser Volkskanzlerkandidat, natürlich im schweren Aufstieg begriffen ist. Ja, die Umfragen besagen eben 30% für Herbert Kickl. Allerdings sei bei 30% der Plafond erreicht. Nach oben wird es wahrscheinlich nicht gehen. Die ÖVP liegt bei 20% und die SPÖ bei 24%. Das heißt, es wird ein Zweikampf SPÖ-FPÖ geben. Das werden wir sehen, wer sich dann schlussendlich herauskristallisiert. Uns ist es auch komplett gleich, ja, weil beide Kandidaten massive Defizite haben. Der Karl Nehammer ist einer, der in Wahrheit der Masse- und Konkursverwalter der ÖVP ist, den man auch seitens der ÖVP dann opfern wird nach der Wahl. Ja. Dem wird man die Verantwortung dafür umhängen und den wird man dann in die vorzeitige Politpension schicken. Naja, und mit dem Andreas Babler haben wir einen verkappten Kommunisten, der noch nicht genau weiß, wo er hingehört, in vielen Fragen, ja, der die österreichische Bevölkerung mit einer Erbschaftssteuer und mit einer Vermögenssteuer knechten möchte, der in Wahrheit schwer nach kommunistischer Umverteilung ruft. Ja. Also ob das entgegen ist, das werden wir auch sehen. Und ich prophezei eines, beide Spitzenkandidaten von den anderen Parteien, so soll es werden, sowohl Nehammer als auch Babler, werden nicht diejenigen sein, die nach einer Wahl über etwaige Regierungskonstellationen mitverhandeln werden. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet jetzt, dass wir dann mit denen sprechen werden, die dann schlussendlich nach der Wahlniederlage beider Parteien die Verantwortung dort haben. Sie meinen, es wird nach der Wahl ein großes Köpferollen geben. Da sind Sie felsenfest davon überzeugt, sagen Sie. Naja, was soll sonst denn? Herbert Kickl sitzt fest im Sattel. Ne? Naja, absolut. Also ich glaube, wenn man sich unser letztes Wahlergebnis anschaut und wenn man sich anschaut, wo wir jetzt nach Umfragen stehen, es ist natürlich noch etwas Zeit hin und man muss mit Demut natürlich auch mit diesen Umfragen umgehen, keine Frage. Aber wenn ansatzweise die Verhältnisse so bleiben, wie es jetzt ist, dann wird es so sein, dass sowohl die SPÖ als auch die ÖVP beide historische Niederlagen einfahren. Und es wäre doch vermessen, nicht davon auszugehen, dass das zu einem entsprechenden Köpferollen in beiden Parteien führt.
Ja, aber nicht nur die ÖVP ist derzeit wirklich in einem Strudel. Auch innerhalb der FPÖ gibt es den einen oder anderen Skandal. Zumindest Medien behaupten, dass es diesen Skandal gibt. Unter anderem heißt es, Ex-Funktionäre wie eben H.C. Strache und Hilmar Kabas, der ehemalige Chef der Wiener FPÖ, hätten Parteigeld für Versicherungen für eigene Zwecke missbraucht. Ja, diese Versicherungen, Lebensversicherungen, seien in Liechtenstein abgeschlossen worden. Es geht im Fall Strache um 910.000. Strache hat seine Versicherung eben im Fall des Ablebens an einen Verwandten, Bekannten eintragen lassen. Hilmar Kabas hat gemeint, es fließt dann an die Partei zurück. Was ist damit Sache? Stimmen diese Vorwürfe, die der Standard jetzt gebracht hat, oder ist das wieder nur an den Haaren herbeigezogen? Schauen Sie, man sieht einmal, wie verzweifelt die Medien ob der Umfragen schon sind, vor allem linke Medien, wie es der Standard ist. Also die fühlen sich in ihrer Haut momentan nicht wohl und versuchen jetzt irgendwie Dinge aus dem Jahr 2001 zu recyceln, die schlicht und ergreifend an den Haaren herbeigezogen sind. Ich habe mich natürlich informiert im Vorfeld des heutigen Gesprächs und es ist uns jetzt einmal aus der Aktenlage heraus nicht ersichtlich, dass es zu irgendwelchen Auszahlungen gekommen ist. Das muss man mal ganz klar sagen. Da muss man auch noch schauen, welche Versicherungen es tatsächlich waren. War es eine Unfallversicherung mit einem gewissen Wert im Falle des Ablebens? Auch das wird man beurteilen müssen, aber im Endeffekt ist ja das wiederum vollkommen durchschaubar. Sie sagen ja selbst, 30% plus, also ich bin der Überzeugung, dass wir noch nicht am Zenit angelangt sind, sondern dass es hier noch mehr Potenzial gibt. Vor allem jeder Tag, wo diese Bundesregierung noch im Amt ist, wird uns Prozente nach oben bringen. Aber das zeigt ja nur, auf welche Mittel man jetzt schon zurückgreifen muss, um der FPÖ Schaden zuzufügen. Fakt ist, es ist weder seitens der Parteiführung in Wien irgendwas strafrechtlich Relevantes im Raum. Und dann hat man versucht, den nächsten Schritt zu machen, das in irgendeiner Art und Weise Herbert Kickl umzuhängen und der Bundes-FPÖ, was ja vollkommen untauglich ist, wissen Sie. Und gerade jemand wie der Generalsekretär Stocker, der sich da heute schon echauffiert hat drüber, der selbst, und das muss man sich mal vorstellen, vom Beruf Anwalt ist, also zumindest dem hätte ich zugetraut, dass er in der Lage ist, sinnerfassend Akten durchzulesen. Der dürfte aber irgendwie auch schon damit gebrochen haben und jeglichen juristischen Ethos verloren haben. Also im Prinzip ist das einmal Fakt. Es gibt hier keine Auszahlung, es gibt keine strafrechtlich relevanten Dinge. Das kann ich jetzt einmal schon so sagen. Ich möchte aber die Gelegenheit nutzen, trotzdem den Scheinwerfer in eine andere Richtung zu drehen, weil darüber sollten wir auch einmal sprechen. Heinz-Christian Strache, Johann Cotinus, die sind beide nicht mehr Mitglied der FPÖ. Also wir haben da relativ einen klaren Strich gezogen. Ja. Im Umkehrschluss möchte ich die Aufmerksamkeit da mal auf die ÖVP lenken. Und das ist übrigens auch ein Teil dessen, was im Buch nachzulesen ist, das man übrigens ab 6. November über www.hafenecker.at beziehen kann. Da ist eines einmal klar ersichtlich. Sebastian Kurz ist nicht aus der Partei ausgeschlossen worden. Es wurde ein Ernst Strasser nie aus der Partei ausgeschlossen. Es ist kein Thomas Schmidt aus der Partei ausgeschlossen worden. Im Gegenteil, dem Herrn Kurz zahlt man bis heute Anwaltsrechnungen in Millionenhöhe. Also da würde mich schon mal interessieren, wie die Ethik bei der ÖVP diesbezüglich ausschaut und wie man das erklärt. Bei der ÖVP, Verzeihung. Also da würde man eine Erklärung vom Herrn Stocker erwarten, wie es da mit den Parteifinanzen ausschaut und wer hier aus Parteikassen persönliche Vorteile gezogen hat. Ich glaube, da hätte die ÖVP genug zu erklären und da braucht man jetzt mit dem nackten Finger auf angezogene Leute zeigen. Trotzdem noch einmal zurück zu diesen Lebensversicherungen. Im Fall von H.C. Strache geht es um 910.389 Euro, wobei nicht klar ist, ist das jetzt die Summe, die 2027 an Strache ausbezahlt werden würde. So. Und wir hoffen, dass das erleben wird. Oder worum geht es da? Ja, das ist einmal eine Sache, die es auch zu klären gilt. Denn es ist im Wirtschaftsbereich, in der Privatwirtschaft durchaus üblich, dass Spitzenmanager natürlich eine Unfallversicherung haben. Ja, das ist oft auch ein Gehaltsbestandteil. Und was einmal zu klären ist, ist die grundsätzliche Frage, was ist das eigentlich für eine Versicherung? Ist es eine Lebensversicherung oder ist es eine Unfallsversicherung, die schlussendlich im Falle des Ablebens mit diesem Wert entsprechend ausgestattet worden ist? Und gerade im Fall von Hilmar Kabas, den Sie vorher erwähnt haben, ist
diese Versicherung nicht schlagend geworden, deswegen gehe ich von einer Unfallversicherung aus. Er ist so lange versichert gewesen, solange er die Funktion inne hatte, und dann ist diese Versicherung erloschen. Davon gehe ich im anderen Fall auch aus. Ja. Das heißt, also hier wird schon wieder ordentlich Wirbel gemacht und mit Unschärfen argumentiert, die es so nicht gibt. Ich kann nur noch mal festhalten, es hat keine Auszahlungen von Versicherungen in diese Richtung gegeben, und das muss auch der Standard zur Kenntnis nehmen, auch wenn er es gerne anders hätte. Und noch einmal, es geht um einen Vertrag von 2001, das heißt, das ist 22 Jahre her und hat mit der aktuellen Führung so rein gar nichts zu tun. Ja, laut Standard sei eben die Summe, die bei im Fall von Hilmar Kabas abgeschlossen wurde, an die Partei, an die Wiener FPÖ zurückgeflossen. Im Fall von Strache ist das momentan noch nicht geklärt. Jetzt aber ein anderes Thema. Unsere Umfrage hat gezeigt, dass mehr als die Hälfte der Österreicher finden, dass sie Angst davor haben, dass ihr Lebensstandard sinken könnte. Und 72% haben gesagt, dass das größte Thema, das sie momentan beschäftigt, ist die Teuerung. Haben Sie den Eindruck, dass die Regierung in Sachen Teuerung genug macht? Die Regierung hat in Sachen Teuerung nicht nur völlig versagt, sie hat sie noch mit angezettelt. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Und wissen Sie, Herr Wendl, sie macht ja weiter damit. Denn wenn eine Bundesregierung zulässt, ja, dass man jetzt vom ukrainischen Präsidenten erpresst wird, ja, nämlich mit dem Argument, ab 2025 gibt es kein Gas mehr nach Österreich. Und gleichzeitig erwartet genau dieser Präsident, dass wir weiterhin Hilfe in hunderten Millionen Euro schicken in Richtung der Ukraine, dann geht es für mich schon etwas nicht aus. Die Regierung hat bis jetzt keinen Botschafter einbestellt. Die Regierung hat das bis jetzt nicht verurteilt und kritisiert, dass wir hier erpresst werden. Im Gegenteil, sie hat durch ihr Nicht-Reagieren dafür gesorgt, dass Folgendes passieren wird. Es werden sich die Energiekonzerne wiederum eins und eins zusammenzählen können, und die gehen davon aus, dass aufgrund dieses Gasnotstandes, der dann durch den Herrn Zelensky produziert wird künstlich, dass man dann natürlich mit steigenden Energiepreisen rechnen muss. Und ich kann Ihnen eines sagen: Das wird dazu führen, dass die Inflation wieder ansteigt, denn gerade die Energiebetreiber sind wie ein scheues Reh. Und wenn die nur riechen, dass die Rohenergiepreise wiederum teurer werden und höher werden, dann werden die auch entsprechend die Tarife anpassen. Das sind massive Treiber im Zusammenhang mit der Inflation. Aber auch sonst, es hat keine Maßnahmen gegeben, die die Inflation in irgendeiner Art und Weise begrenzt hätten, sondern es hat nur Maßnahmen gegeben, die sie angefeuert haben. Zum Beispiel die Einführung der CO2-Steuer, die jetzt ansteigen wird. Zum Beispiel die Einführung der ORF-Zwangsgebühr, der Haushaltsabgabe. Also alles das sind doch inflationsfördernde Maßnahmen, abgesehen davon, dass man überhaupt nichts gegen den unglaublichen Höhenflug der Zinsen gemacht hat. Also alles das sind doch die Ingredienzien dafür, warum sich der Österreicher in seiner Haut nicht mehr wohlfühlt und warum er wirklich Angst vor der Zukunft hat. Das muss man so sehen. Und all diese Themen hat die Bundesregierung nicht nur negiert, sondern sie hat auch noch mitverursacht. Trotzdem zeigen aber auch die Umfragen, dass 38% der Österreicher finden, dass keiner der Kandidaten ein guter Bundeskanzler werden würde. Weder Nehammer noch Babler und auch nicht Herbert Kickl. Also das heißt aber im Umkehrschluss, dass 62% dafür sind, und das wäre ein ganz guter Wert. Gut, das würde aber bedeuten, dass... Naja, so liest der Herr Kogler seine Statistik, ne? Das haben wir ja kürzlich gehört. Ja, das ist auch die Frage, die Zufriedenheit der österreichischen Bevölkerung mit dem grünen Koalitionspartner, die liegt laut Umfragen eher im Keller. Ich habe es so lustig gefunden, ich muss das trotzdem erwähnen, Herr Wendl, wenn ich kurz die Zeit dafür habe, denn der Herr Kogler hat letztens tatsächlich gerade am Publikum ausgerechnet, dass also, wenn die FPÖ jetzt bei 30% Zustimmung liegt, dann heißt das im Umkehrschluss, dass 70% dagegen sind. Ja? Was der Herr Kogler vielleicht dabei nicht bedacht hat, wenn er jetzt bei 6-7% liegt, dann heißt das im Umkehrschluss, dass 93% gegen ihn sind. Also so kann man Statistiken auch lesen. Ich wollte das nur mal irgendwie demonstrieren, wie man das machen kann. Trotzdem zurück zu Ihrem Buch. Es ist ja nicht das erste Kurzbuch, das Sie veröffentlichen. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, haben Sie das erste Kurzbuch geschrieben. Sagen Sie, wann haben Sie eigentlich Zeit zum Schreiben, oder haben Sie gute Ghostwriter innerhalb der Partei? Na, schauen Sie, es ist natürlich ein Gemeinschaftsprodukt, aber es geht um eines. Jeder Untersuchungsausschuss zieht einen Bericht nach sich. Ja, der hat also in unserem Fall zuletzt, glaube ich, rund 200 Seiten
beinhaltet. Und es gibt in jedem Untersuchungsausschuss, vor allem aus Befragungssituationen heraus, immer Erlebnisse, wo man sich denkt, das muss man, nachdem der Untersuchungsausschuss ja nicht live übertragen werden darf, das muss man irgendwie für die Nachwelt festhalten. Und das ist genau das, wo wir dann immer die Notizen machen und wo wir uns dann zusammensetzen und Teile des Berichtes noch einmal herunterbrechen, leicht lesbarer machen, nicht so technisch, und in weiterer Folge dann die persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse mit einfließen lassen. Das ist der springende Punkt. Und wie gesagt, mir ist eines wichtig. Ich möchte wirklich einen Beitrag leisten, mit diesem Buch der Bevölkerung auch näher zu bringen, wie diese Gruppe rund um Sebastian Kurz es geschafft hat, sich die Republik unter dem Nagel zu reißen und am Ende des Tages jeden Einzelnen von uns wirklich auszusackeln und schamlos in unsere Taschen zu greifen. Und ich glaube, das ist in recht pointierter Art und Weise hier gelungen. Ja, dann danke ich vielmals für Ihren Besuch im Studio und ja, kurz mal weg. Wir werden schauen, ob er wieder kommt. Vielleicht kurz wieder kommt.